unserer heutigen Pressekonferenz. Bereits zum fünften Mal findet diese statt, genauso wie die Kundgebung One Billion Rising Austria bzw. Vienna in Wien vor dem Wiener Parlament. Gewalt an Frauen ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen nach wie vor. Wir werden nachher uns mit den Zahlen beschäftigen, die leider nicht rückläufig sind. Im Gegenteil, wir kennen Beispiele aus Russland. Wir wissen, wie damit in den USA umgegangen wird, jetzt auch mit dem neuen Präsidenten. Das heißt, es gibt hier nach wie vor irrsinnig viel zu tun. Und One Million Rising als eine getanzte Kundgebung versucht darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt nach wie vor nicht nur sehr verbreitet ist, sondern dass Frauen und Mädchen Instrumente brauchen, um mit dieser Gewalt umzugehen. Ich heiße hier herzlich willkommen zum einen die Vizepräsidentin des Europaparlaments Ulrike Lunacek, die SPÖ-Frauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Gabriele Heinisch-Hossel, die Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser Maria Rüsselhumer und die künstlerische Leitung von One Billion Rising Aiko Kazuko Kurosaki. Ich beginne gleich mit dir, Ulrike, und sag mal danke, dass du dir Zeit genommen hast, mich zum ersten Mal hier mit uns, sich mit dem Thema im Rahmen dieser Pressekonferenz und der Kundgebung zu beschäftigen, und würde dich gerne fragen, welche Maßnahmen auf europäischer Ebene gesetzt werden, von denen auch die Nationalstaaten profitieren könnten, beziehungsweise wo gibt es hier entsprechende Maßnahmen, wenn es die überhaupt gibt, die uns helfen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen. Ja, zuerst einmal auch schönen guten Morgen, und ja, mir ist der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen sowohl ein persönliches wie ein politisches Anliegen. Ich war vor vielen, vielen Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, eine der Mitbegründerinnen des Autonomen Frauenhauses in Innsbruck, und seit dieser Zeit habe ich dann auch daran gearbeitet, und seit dieser Zeit ist das ein Thema für mich, klar zu machen, dass Gewalt gegen Frauen, ganz egal welche, angefangen von sexistischen Witzen bis hin zu Vergewaltigung, auch in der Ehe ein Verbrechen ist und kein Kavaliersdelikt. Deswegen ist es auch wichtig, das One Billion Rising jetzt jedes Jahr auch hier in Österreich zu machen, wie in vielen anderen Teilen der Welt. Wir haben im Europaparlament auch im Jahr 2012 auch eine Lesung gemacht von den Vagina-Monologen von Yves Ensler und gab dazu auch eine künstlerische Gestaltung, um aufmerksam zu machen darauf. Ich halte es gerade wichtig, dass One Billion Rising auch mit künstlerischen Elementen arbeitet. Denn so wichtig dieser Kampf ist und wichtig in den Vordergrund zu stellen, wie viele Frauen in Österreich, in Europa und weltweit tagtäglich Millionen von Frauen von diesem Verbrechen Gewalt gegen Frauen betroffen sind. Und was ja etwas sehr Bedrückendes ist, etwas, wenn wir wieder einmal hören, wenn ich auch in meinem Umfeld immer wieder von irgendeiner Frau erzählt bekomme, was sie erleben musste, entweder als Kind, als Jugendliche oder auch als erwachsene Frau, dann ist das etwas, was immer noch viel zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit hat. In Zeiten, in denen Männer zu Präsidenten gewählt werden, für die es anscheinend zum Alltag gehört, sexistische Aussagen zu machen, wo leider auch viele Frauen sie wählen, ist es wichtig, klarzumachen, dass dieser Kampf gegen Gewalt gegen Frauen weitergehen muss. Auch in Zeiten, wo sogar einer der EU-Mitgliedstaaten in Polen überlegt wird, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen, aus der Konvention für Europa, des Europarats Europa, die tatsächlich Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund stellt und Maßnahmen setzt, um dieses Verbrechen endlich zu beenden. Die Istanbul-Konvention ist im EU-Rahmen von mittlerweile 14, also nur gerade einmal der Hälfte der Mitgliedstaaten, unterschrieben und ratifiziert. 14 Mitgliedstaaten sind immer noch säumig. Wir machen im Europaparlament ganz oft darauf aufmerksam. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung dazu. Es wird auch rund um den 8. März wieder Thema sein. Es muss, und wir haben letztes Jahr, im November letzten Jahres, einen breiten Entschließungsantrag gehabt, der gefordert hat,
dass sowohl diese 14 Mitgliedstaaten ratifizieren, das heißt, dass sie auch im Land selbst auch dann zu Recht wird, und gleichzeitig aber, dass auch die Europäische Union zur Istanbul-Konvention beitritt. Das kann sie seit dem Lissabon-Vertrag. Das ist derzeit im Rat ein Problem. Wir brauchen auch die Zustimmung des Rates dafür. Das heißt, da sind die Mitgliedsländer wieder einmal gefragt. Da gibt es einige, die das nicht wollen, dass auch die Europäische Union diesen Schritt setzt. Es wäre notwendig, um klarzumachen, dass die Istanbul-Konvention und dass wir Maßnahmen setzen, auch als Europäische Union, wo klar sowohl die Verhütung als auch die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen im Vordergrund steht. Wir haben auch, das Europaparlament hat im Frühling 2014, also mittlerweile 3 Jahre her, den Bericht von Frau Parvanova, einer damaligen Europaabgeordneten aus Bulgarien, angenommen, wo gefordert wird, dass die Kommission einen Gesetzesvorschlag macht, der gleiche Definition von Gewalt gegen Frauen und vor allem von Vergewaltigung in allen EU-Mitgliedsländern definiert. Es ist nämlich so, dass Vergewaltigung nicht gleich Vergewaltigung ist und auch das Strafausmaß nicht. Da haben einzelne Mitgliedsländer unterschiedliche Regelungen, das gehört vereinheitlicht. Genauso der Schutz von Frauen. Da hat es schon Fortschritte gegeben, dass Frauen jetzt, wenn sie in einem Land sexuelle Gewalt erlitten haben und Angst haben, dass derjenige, der das getan hat, sie verfolgt, dass sie in einem anderen Land, wenn sie in ein anderes EU-Land flüchten, dass sie dort auch Schutz bekommen, auch von der Polizei, dass es informiert wird, dass klar ist, dass sie in einem anderen Land Zuflucht suchen kann, wenn sie es im eigenen Mitgliedsland nicht bekommt. Das sind die Dinge, die wir auf der europäischen Ebene gesetzlich wollen. Die Kommission hat bisher diesen Vorschlag für ein europaweites, gleiches Schutzausmaß für Frauen vor Gewalt noch nicht vorgelegt. Wir arbeiten daran. Es wäre aber auch hilfreich, wenn von den einzelnen Mitgliedstaaten hier mehr Druck käme, damit das tatsächlich umgesetzt werden kann. Denn Gewalt gegen Frauen ist auch ein grenzüberschreitendes Verbrechen. Es ist so, wenn du in einem Land Gewalt erfährst, ist es sozusagen notwendig, dass in allen Ländern das gleiche Schutzausmaß da ist. Und vielleicht, um zum Schluss zu kommen, etwas, was mir ganz wichtig ist, ist Prävention. Das heißt aber auch, dass Männer sich mehr engagieren müssen gegen Gewalt ihrer Geschlechtsgenossen gegen Frauen. Und da sehe ich immer noch viel zu wenig. Es ist, dass jene Männer, die zwar vielleicht sozusagen eh finden, ja, man muss dagegen kämpfen, es sind vor allem Frauen, die das tun. Und es ist notwendig, dass hier mehr Männer auch wirklich anfangen damit, zum Beispiel bei sexistischen Witzen ihre Geschlechtsgenossen aufzufordern, zu sagen, nein, das geht nicht. Und bei anderen, also auch physisch gewaltvollen Handlungen, tatsächlich auch einzugreifen und nicht so zu tun, wie wenn sie das nichts angeht. Ansonsten werden wir diesen Kampf nie gewinnen. Aber wie gesagt, das Europaparlament macht hier ganz viel und Druck auch auf die Kommission, und ich hoffe, dass mit diesem neuerlichen OBRA jetzt morgen in Österreich und in vielen anderen Mitgliedstaaten der EU und andersweit auf der Welt hier tatsächlich weitere Schritte gesetzt werden, um diesen Kampf eines Tages tatsächlich zu gewinnen. Danke. Vielen Dank, Ulrike. Wir wissen aus Studien, dass Gewalt über Grenzen hinweg ein großes Problem ist. Jede fünfte Frau bis zum 15. Lebensjahr hat schon mal Gewalterfahrungen gemacht. Jede dritte ab dem 15. Lebensjahr ist von sexueller Belästigung betroffen. Ich würde jetzt gerne Maria Rüsselhummer gerne fragen, wie die Situation in Österreich ist, ob wir hier Zahlen haben und ob sich davon ablesen lässt, ob es besser wird oder im Gegenteil, ob sich das Ausmaß hier eher verstärkt. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Ich freue mich über das Interesse an unserer Pressekonferenz, insbesondere an dem Thema Gewalt an Frauen. Und ich freue mich und bedanke mich sehr herzlich bei Frau Ulrike Lunacek für das politische Engagement auf europäischer Ebene. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir im Europäischen Parlament hier Unterstützung bekommen, weil das ist auch ein sehr großes politisches Signal, wenn sich die EU um diese Themen annimmt. Ja, die Frauenrechte werden weltweit mit Füßen getreten und wir erleben hier einen großen Backlash diesbezüglich zurzeit, was Frauenrechte und Gewalt an Frauen anbelangt. Und was ich
was einfach auch diese weltweite, instabile und gewaltbereite Situation, die verstärkt natürlich die Ängste und die Unsicherheit bei vielen Menschen und vor allem bei Frauen und vor allem bei Frauen, die bereits in irgendeiner Form Gewalt erlebt haben. Das merken wir jetzt ganz besonders auch bei der Frauenhelpline. Es rufen immer mehr Frauen an, die sehr verängstigt und verunsichert sind aufgrund der politischen Situation, aufgrund dieser patriarchalen Situation, die wir erleben. Frauen fühlen sich alleine gelassen, wenn sie zum Beispiel keinen Platz in einem Frauenhaus bekommen oder wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht verstanden, sei es jetzt von der Polizei oder von der Justiz, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich keine eigene Wohnung mehr leisten oder auch keinen Zugang zum Arbeitsplatz haben. Also all diese instabile und unsichere Situation in Österreich und in Europa wirkt sich natürlich auch auf die Frauen aus und hier braucht es ganz konkrete Maßnahmen. Es ist zwar so, dass Österreich im Grunde europaweit sehr gut dasteht. Österreich hat viel in den letzten Jahren sehr, sehr viel an gesetzlichen Maßnahmen durchgeführt. Wir haben heuer 20 Jahre Gewaltschutzgesetz und in diesem Zusammenhang haben wir einfach sehr viel vorangebracht und weitergebracht. Der Gewaltschutz und Opferschutz wurde laufend verbessert. Das ist eine sehr wichtige Errungenschaft und da müssen wir weitermachen. Aber trotzdem gibt es noch sehr viele Lücken und Mängel im Gewaltschutz. Insbesondere haben wir eine sehr hohe Anzahl an Frauen, die mit schwerer Gewalt und mit Mordversuchen und konfrontiert sind und ausgesetzt sind. Und auch die Morde an Frauen sind sehr, sehr hoch für ein kleines Land wie Österreich. Wir haben zwar keine konkreten Zahlen und Daten, das ist auch ein Zeichen für Österreich, dass wir viel zu wenig Zahlen haben. Die Datenlage muss verbessert werden. Aber es reicht eben nicht aus, nur Gesetze zu haben. Wir brauchen auch zusätzlich ganz konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel verpflichtende Fort- und Weiterbildung für alle Berufsgruppen, die mit dem Thema Gewalt an Frauen zu tun haben. Das Thema Gewalt an Frauen muss in allen Ausbildungen verankert sein und verankert werden, weil auch alle Berufsgruppen wie Polizei, Justiz, auch das Gesundheitssystem, Mediziner, Medizinerinnen müssen wissen, was es bedeutet, in einer Gewaltbeziehung zu leben, was es bedeutet, was die Ursachen sind, was die Hintergründe sind und warum Frauen sich oft so schwer aus einer Gewaltbeziehung lösen können, dass dieses Wissen müssen wir vermitteln. Dieses Wissen muss in den Köpfen von allen Menschen sein, die eben beruflich damit konfrontiert sind. Wir brauchen verstärkte europaweite und österreichweite Informations- und Bewusstseinskampagnen, die vor allem Betroffene von Gewalt stärkt und die Täter schwächt. Also ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Ich bin ja auch Geschäftsführerin des europäischen Netzwerks WAVE, Women Against Violence Europe. Das ist ein Netzwerk von 46 europäischen Ländern und da haben wir letztes Jahr eine große EU-weite Kampagne gestartet, die heißt WAVE Step Up Campaign und mit dieser Kampagne wollen wir auch aufzeigen, dass es viel zu wenig spezifische Hilfseinrichtungen gibt, viel zu wenig Frauenhäuser, Frauenhausplätze, Helplines, Frauenhelplines und dass es vor allem sehr, sehr schwierig ist für viele Frauen, einen Zugang zu bekommen in diese Einrichtungen. Also vor allem Frauen, die keine Dokumente haben, Migrantinnen, Asylwerberinnen, aber auch Frauen mit Behinderungen. Hier muss einfach viel mehr angesetzt werden. Wir brauchen Bewusstseinskampagnen in Schulen, vor allem Kinder, Jugendliche sollten viel mehr gestärkt werden, sollten wissen, was Kinderrechte sind, wo sie
akute Hilfe bekommen, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wir haben das, ich hoffe, wir können das auch wieder fortsetzen im Rahmen der Kampagne Gewaltfrei Leben, die wir gemeinsam auch mit der Frau damaligen Bundesministerin Gabriele Heine-Schossek durchführen konnten, wo wir viele Schulen erreicht haben, viele Kinder erreicht haben, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Zusätzlich brauchen wir auch die Nummer der Frauenhelpline Österreich noch mehr beworben werden, verstärkt bekannt gemacht werden. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr notwendig und wichtig. Zum Schluss noch eine wichtige Sache. Ich denke, wir müssen noch, die Regierungen müssen noch viel mehr Geld investieren, wenn sie wirklich gewillt sind, Gewalt an Frauen zu beenden und auch wirklich wissen wollen, wie wir das bekämpfen können. Wir müssen viel mehr Geld investieren. Wir haben im Rahmen des GREVIO-Schattenberichts, den wir kürzlich veröffentlicht haben, wo es um die Umsetzung der Istanbul-Konvention ging, haben wir festgestellt, dass Österreich bräuchte eigentlich 210 Millionen Euro, um eben mehr Gewaltpräventionsmaßnahmen umzusetzen, um die Datenlage zu verbessern, um eben die Situation von gewaltbetroffenen Frauen zu verbessern, Hilfseinrichtungen abzusichern und, und. Tatsächlich haben wir aber, oder das Frauenministerium hat gerade 10 Millionen Euro am Budget, und es wurde bei der letzten Budgetverhandlung gerade um 5% erhöht im Vergleich zu. Also das sind ungefähr 500.000 Euro, was wir zusätzlich bekommen haben. Das ist minimal im Vergleich zu den Geldern, die das Innenministerium und das Verteidigungsministerium bekommen hat. Milliarden an zusätzlichen Geldern, um den Assistenzeinsatz an den Grenzen zu verstärken oder eben mehr in Panzer zu investieren. Ich glaube, hier braucht es eine Umverteilung, hier braucht es viel mehr Geld, um Gewalt zu verhindern für Gewaltpräventionsmaßnahmen. Ja, das wäre von meiner Seite. Danke. Vielen Dank, Maria. Wir kommen auch beim Foto zum österreichischen Parlament und auch zur Frage an Sie, wie wir zu dieser Umverteilung kommen. Wie kann die Politik diese vielfältigen Maßnahmen, die notwendig wären, um der Gewalt hier ein bisschen, zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten, was kann die Politik hier tun und vor allem, was bräuchte es dazu, damit die Politik hier auch tatsächlich aktiver wird? Vielen Dank für die Einladung. One Billion Rising ist eine hervorragende Möglichkeit, im öffentlichen Raum zu zeigen, dass viele, viele Frauen auftreten gegen Gewalt an Frauen. Und ich werde, so wie einige von uns morgen, selbstverständlich auch dabei sein, wenn wir vor dem österreichischen Parlament, vor dem Haus des Gesetzes, wenn Sie so wollen, tanzen gegen Gewalt. Ich möchte gerne zwei Teile einbringen. Auf der einen Seite wurden schon Gewaltschutzgesetze erwähnt. Der Gesetzgeber, wir im österreichischen Parlament können hier unseren Beitrag leisten, indem wir Verbesserungen, Novellierungen, die Zustimmung erteilen, die von der Regierung uns vorgeschlagen werden. Und ich darf nur zwei erwähnen. Mitte des letzten Jahres haben wir das Sicherheitspolizeigesetz novelliert und es wurde erreicht, dass beispielsweise, wenn Frauen mit ihren Kindern in Schutzeinrichtungen, in Frauenhäusern leben, dass auch das Betretungsverbot auf Kindergärten und Schulen ausgeweitet werden kann, obwohl kein Betretungsverbot des Täters für die Wohnung besteht. Also ich glaube, dass das ein ziemlicher Fortschritt ist. Hier zusätzlich auch, wenn Täter von der Polizei und den Gewaltschutzeinrichtungen zu Gesprächen geladen werden, dass diese verpflichtend sind jetzt, dass auch verpflichtende Tätergespräche ein Beitrag sein können, dass der Gefährder entweder kein zweites Mal oder, wenn schon oft passiert, kein nächstes Mal auch gegen seine Angehörigen gewalttätig wird. Ich glaube, dass es auch wichtig ist zu erwähnen, dass wir vor den Ereignissen in Köln, vor diesen Massenbelästigungen in Österreich, das Gesetz verändert haben, das Strafrecht dahingehend verändert haben, dass unerwünschte Berührungen von Frauen auch strafrechtlich geahndet werden können. Die sogenannte sexuelle Belästigung, die ausgeweitet wurde,
auch auf andere Regionen des Körpers, was ich für sehr wichtig halte. Denn wir von den sozialdemokratischen Frauen haben in einer informellen Umfrage ca. 1700 Frauen befragt und 29%, also fast ein Drittel, haben gesagt, sie haben schon einmal unerwünschte Umarmungen, Küsse oder Berührungen erlebt und immerhin 24% öfter und 24% einmal in ihrem Berufsleben, in ihrem Beziehungsleben, in ihrem Umfeld, wo sie sich in Lokalen oder so aufgehalten haben. Das heißt, diese Strafrechtsnovelle, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, der unseren Justizminister auch dazu bewogen hat, jetzt auch an Gruppenbelästiger zu denken, aufgrund dieser Phänomene und hier auch eventuell noch eine Novelle dieses Strafrechts einzuleiten. Cybermobbing sei nur auch erwähnt, weil auch Cybermobbing auch strafrechtlich jetzt in Österreich geahndet werden kann. Das Beschimpfen im Netz ist nicht mehr etwas, das anonymisiert passiert. Es kann dagegen vorgegangen werden. Und das waren nur drei Neuerungen, die ich erwähnen wollte zur gesetzlichen Lage. Was aber der zweite Bereich ist, den ich unbedingt erwähnen möchte, den auch meine Vorrednerinnen erwähnt haben, das ist auch eine erstens aktive Gleichstellungspolitik zu betreiben und wir im Parlament sind hier natürlich aufgerufen, in allen möglichen Bereichen auch die Lage, die Lebenslage von Menschen in diesem Land, insbesondere von Frauen in diesem Land zu verbessern. Und ich denke mir, dass nach der Präsentation des Plan A des Bundeskanzlers einige der Maßnahmen, die Frauen positiv betreffen werden, jetzt ins Regierungsprogramm übernommen wurden, beispielsweise wenn immer noch 200.000 Frauen in diesem Land nicht einmal 1.500 Euro brutto für Vollzeit verdienen, sprich 8,60 Euro in der Stunde, es nicht wert ist, dass diese Frauen verdienen, so ist der Mindestlohn von 1.500 Euro, der bis Jahresmitte von den Gewerkschaften erledigt sein sollte, ein Bereich, der sicher auch Frauen hilft. Warum hilft? Um ein halbwegs nicht so sehr an der Armutsgrenze führendes Leben auch gestalten zu können mit ihren Kindern womöglich, denn etwas, was wir noch nicht haben, wofür ich mich sehr einsetzen möchte, ist, dass in Österreich auch ein Unterhaltssicherungsgesetz, wie es gehören würde, bei weitem noch nicht existiert. Das heißt, alles, was dazu dient, aktive Gleichstellungspolitik voranzutreiben und die Lebenssituation von Frauen zu verbessern, da sind alle gefordert, nicht nur die Frauenministerin, die sich hier sehr, sehr einsetzt, aber wie schon erwähnt, mit einem geringen Budget nicht alles leisten kann. Alle Ministerien, die mit der Materie was bringt den Menschen ein gutes Leben in diesem Land und ein gutes Leben ist Existenzsicherung auch voranzutreiben und auch ein gewaltfreies Leben sicherzustellen, in dem auch ökonomische Sicherheit hier an erster Stelle stehen sollte, in ökonomisch unsicheren Zeiten, die auch schon erwähnt wurden. Ich darf noch erwähnen, weil Kampagnen und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen auch von meiner Vorrednerin Maria Rösselhummer eingefordert wurden. Ich freue mich sehr, dass die Superheldinnen, die sich gegen Gewalt auflehnen, die Superheldinnen, die Gewaltbetroffenen helfen, die Superheldinnen, die sich für den Gewaltschutz aktiv einsetzen, als Schlüsselanhänger schon existieren. Wir hatten die Superheldinnen auch schon einmal durchs Land geschickt, weil jede Frau im Prinzip, die auf eigenen Beinen stehen kann und sich artikulieren kann und Hilfe in Anspruch nimmt, wenn sie sie braucht, auch eine Superheldin darstellt und überhaupt in der Lebensbewältigung für mich jede Frau eine Superheldin darstellt. Das ist das eine. Und Kampagnen kann man nur gemeinsam, glaube ich, auch voranbringen. Wir haben gepfiffen auf Gewalt letztes Jahr bei den 16 Tagen gegen Gewalt und werden uns heuer auch als sozialdemokratische Frauen wieder etwas überlegen, so wie viele Organisationen sich Kampagnen überlegen, die diese die österreichweite Hotline 0800 222 555 unterstützen. Die Frauenministerin finanziert sie ja aus zur Gänze. Sie wird betrieben von euch. In vielen Sprachen angeboten, ein erstes wichtiges Anlaufinstrument für Frauen, die Hilfe benötigen. Und da kann man nur gemeinsam helfen, diese Nummer zu verbreiten, die noch immer nicht alle Frauen, wäre schön, aber einige Frauen nur kennen und viele Frauen noch immer nicht wissen, wohin sie sich dann wenden können, wenn Not an der Frau ist. Das heißt, diese Bewusstseinskampagnen hier voranzutreiben, sind eine wichtige Sache. Darüber hinaus, ich habe den Mindestlohn erwähnt, ein fehlendes Unterhaltssicherungsgesetz, ist es, glaube ich, wichtig, ein zweites verpflichtendes Gratis-Kindergartenjahr einzuführen, damit hier auch diese Vereinbarkeitsfrage für Frauen und für Männer
ein geringeres Problem darstellt. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir Frauen an der Spitze, mehr Frauen an der Spitze haben, die wiederum für Frauen gute Politik, gute Firmenpolitik machen können in Unternehmen in Österreich. Und all das zusammen wird, glaube ich, diese eine Seite der Gesetzeslage, die zu verbessern ist in vielen Bereichen, noch die andere Seite, aber auch der aktiven Gleichstellungspolitik, die wir im Parlament auch fortsetzen müssen, die ja nicht jedermanns und Frau Sache in diesem Hohen Haus ist, das wissen wir auch. Ich nenne nur Genderwahn und andere Beispiele, die am liebsten hier diese Riesenschritte zurück auch wieder ja, mit 7 Meilenstiefeln machen möchten, dass wir viele überzeugen im österreichischen Parlament, dass wir die Gesetzeslage vorantreiben, damit möglichst vielen Frauen in Österreich geholfen wird, wenn sie von Gewalt betroffen sind, vor allem aber davor, bevor es zu Gewalt kommt, die Lebenssituation von Frauen so zu verbessern ist, dass es ein eigenständiges Leben ermöglicht und sich aus der Gewaltspirale entweder herauszubewegen oder gar nicht in dieselbe hineinzukommen. Vielen Dank. Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat nicht nur unterschiedliche Formen, es kommen auch immer wieder neue hinzu. Wir haben das Motto Superheldinnen gegen Gewalt auch deshalb gewählt für heuer, weil wir wissen, dass zunehmend immer jüngere Mädchen von Gewalt betroffen sind und Hass im Netz oder Cybermobbing beispielsweise oder auch Gewalt in Schulen immer verbreiteter wird und sehr viele junge Frauen gar nicht wissen, wie sie sich dagegen wehren können, beziehungsweise viele das als eine Selbstverständlichkeit empfinden. Ich würde jetzt gerne überleiten zum Programm und Eiko zu dir, weil du bewusst versucht hast, auch heuer das Motto umzusetzen in dieser Tanzkundgebung und ich würde dich bitten, ein wenig zu erzählen, was uns morgen vom Parlament dann erwartet. Einen schönen guten Morgen. Vorab noch ganz kurz, ich wollte noch sagen, wir haben bewusst zu den Schulen gehen, also dringen wollen, vordringen wollen, haben einen Brief verfasst und deswegen haben wir auch ein Special für die Schulen noch vorweg vor dem öffentlichen, also offiziellen Beginn. Das heißt, wir fangen um 5 Uhr oder sobald es geht, weil vor dem Parlament noch eine andere Sache stattfinden wird, 10 nach 5 schätze ich einmal, fangen wir an mit dem Special für die Schulen oder mit den Schulen. Und danach kommt eine junge Sängerin, sie ist selber ganz, ganz jung, aktivistisch unterwegs, vegan, Morgane heißt sie. Und danach leiten wir über zu dem mehr offizielleren Teil mit der Maren Rahmann. Sie wird Lieder singen, die wir Frauen auch von den anderen Generationen kennen. Und wird damit überleiten zu Why. Das hat Maria Stern im allerersten Jahr von unserem Rising geschrieben und uns und der AÖF gewidmet und das heißt Why und wir werden das vom Band spielen, das wird das Signation sein für die Moderatorin, für uns alle auf die Bühne zu treten und dann wird das offiziell eröffnet. So, ich glaube, Sie können die ganzen Listen der Ehrengästinnen und der unterstützenden Vereine gerne im Programm entnehmen, es steht auch hier in der Pressemappe, damit überspringe ich ein bisschen was und dann würde ich mal sagen, wir gehen über den Hauptteil. Wir werden dann Dance Ability vorstellen. Wir hatten schon einmal die Vera Rebel bei uns. Es ist eben, weil wir schon vorhin auch erwähnt haben, ganz wichtig, die Dunkelziffer der Frau mit Behinderung ist erschreckend hoch. Auch die aufgefassten Zahlen, die Daten, die von Gewalt betroffen sind. Und deshalb ist es mir ganz ein besonderes Anliegen, dass genau auch gerade diese Frauen bei uns auch künstlerisch etwas darstellen können und auch Kampagnen vorgestellt werden oder Gruppen wie Danceability. Das ist ein sehr eine gemischte Gruppe, Mixed Ability in allen Bereichen, Partizipation, gegenseitiger Respekt, Teilen von Kreativität, Schönheit, Kunst und Poesie, Kommunikation durch Bewegung. Das wollen sie vermitteln und sie arbeiten in sehr vielen künstlerischen Kontexten im In- und Ausland. Ja, das ist das. Und dann kommt Aminata Seidi. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil sie war schon beim allerersten Rising dabei, hat damals ein tolles Solo a cappella vorgelegt, diesmal wird sie begleitet. Sie war immer wieder auch bei uns und es freut mich ganz besonders, dass wir sie da begrüßen können. Ja, und dann natürlich Break the Chain, das muss sein. Das ist die Choreografie, die wir schon beim ersten Jahr getanzt haben und die wir immer wieder tanzen werden, weil das ist der Tanz, den weltweit, aber
Tausende von Frauen am selben Tag tanzen und das ist ein schönes Gefühl und ich glaube, das ist wirklich wichtig für uns. Ja, und dann kommt Esrap, das ist Esra Özmer mit ihrem Bruder und das ist auch eine sehr wichtige Person, eine sehr starke Persönlichkeit, sehr aktivistisch unterwegs, sehr sozialkritisch und eine besondere Freude, dass wir sie einladen konnten, dass sie kommen kann. Ja. Dann gibt es noch eine besondere interaktive Überraschung. Ich habe eine Woche im Tanzquartier in Kooperation mit Obra einen Workshop unterrichtet und das ist mir auch ganz ein wichtiges Anliegen, dass wir quasi Tanz als politisches Statement in der Öffentlichkeit darbringen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen in der Öffentlichkeit tanzen können. Überhaupt Tanz, Tänzerinnen in der Kunstwelt und in der sozialen, in der Gesellschaft Akzeptanz finden, war gar nicht selbstverständlich. Es wurde schon in den Urzeiten Tanz überhaupt nur von Männern getanzt und auch Theater nur von Männern gespielt. Wir durften nicht als Frau öffentlich daran teilhaben oder eben es auch ausführen. Und das ist auch in manchen Ländern immer noch so. Zum Glück nicht in Österreich. Aber wir wollen natürlich solidarisch und als Statement das natürlich auch besonders hervorzeigen. Und deswegen haben wir so ein interaktives, partizipatives Projekt mit den Frauen erarbeitet. Und ich hoffe, es gelingt uns. Genau. Wir haben dann noch einen Umzug. Wir werden dann getanzend zum Heldinnentor, das wir so für den Tag genannt haben, mit Rambasamba und Stix Frauentrommeln, also eine reine Frauentrommelgruppe, hinübertanzen. Und dann haben wir noch vor dem Heldinnentor eine polnische Version, eine ganz besondere Version, mit dem Kongress polnischer Frauen und uns natürlich vom Break the Chain und dann abschließend mit Donauwalzer. Mhm. Vielen Dank. Wie wir hören, wird das Programm vielfältig sein. Ich darf mich an dieser Stelle bei euch beiden Vorstandsfrauen bedanken und natürlich auch bei Ihnen und bei dir, Ulrike. Ich weiß, dass du nach Straßburg musst, deswegen wahrscheinlich gleich auch weglaufen wirst. Bevor wir hier noch tanzen werden, also vielleicht nicht wir, aber die Schulklasse, die wir eingeladen haben, das ist die Berufsschule für Verwaltungsberufe von der Embelgasse, gibt es natürlich noch kurz die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Vorstand oder auch an die beiden, die sich heute Zeit genommen haben, da zu sein. Ich weiß nicht, ob du gleich weg musst oder geht sich noch eine Frage aus? Eine geht sich aus. Eine geht sich aus. Das heißt, bitte die erste Frage an Ulrike. Ich wollte ein bitte. Kurzes ja. machen, wo ich auch gerne hätte, Ulrike, dass du das weißt. Darf ich das machen? Ja, bitte. Ich moderiere seit viermal Morning Rising. Bei der Moderation ist es natürlich notwendig, sich an die Rolle zu halten. Hier darf ich zwei inhaltliche Sachen sagen. Es wurde ja schon von Hilmann hier gesagt, wie wichtig Prävention und Aus- und Weiterbildung ist. Ich unterrichte seit 20 Jahren an der Uni Wien in meinem Fach der Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Wird jetzt ein neuer Studienplan verhandelt und die gesamte feministische Lehre, die seit 20 Jahren verhandelt und drinnen ist, herausfällt, genauso wie die historische Medienforschung herausfallen wird aus eigener Strang. Das heißt, all das, was wir hier als Prävention, als auch Fantasie der Linearität, dass es Wissen gibt, das wir als Feministinnen versammeln, auf das wir aufbauen können. Und sozusagen, jetzt sind die Schulen dran, weil auf der Universität können wir das voraussetzen. Möchte ich nur sagen, das ist alles Lug und Trug, das ist auf Sand gebaut und ist dann gleich wieder weg. Und das ist mir auch noch ein Anliegen. Natürlich wissen wir Journalistinnen und Journalisten müssen einem Nachrichtenwert nachkommen. Das heißt, Dinge auch bringen, die neu sind. Das Dilemma ist, dass wir von einer historischen Wiederholung von Gewaltförmigkeiten eingeholt werden, aber es ist offenbar nur eine Randbemerkung wert und muss sozusagen immer wieder, muss die Basis eingefordert werden, auch in einer liberalen, offenen Gesellschaft. Und dieses Wissen können wir nicht voraussetzen und schon gar nicht bei Journalistinnen und Journalisten. Auch das ist eine Assoziation, die ins Leere geht. Ja.
Ja, also wenn wir die Sexismus-Szenarien im Alltag kritisieren, dann müssen wir die Langeweile in den Redaktionen und auch die völlige apolitische Phase momentan auf der Uni Wien kritisieren. Das wollte ich damit sagen. Vielen Dank, Uli, für die Hinweise. Ich schaue nochmals in Richtung von Ulrike, aber sie sitzt noch da. Das heißt, wenn es eine dringende Frage an sie gibt, dann ginge sich diese aus. Ansonsten seid ihr, sind Sie eingeladen, sonstige Fragen hier zu deponieren, bitte. Ja, gerne sage ich auch dazu was. Das ist mit der Grund, warum ich weg muss, weil wir haben Plenarsitzung in Straßburg und da brauche ich ungefähr 5 Stunden hin, bis ich dort bin, mindestens. Obwohl es näher ist als Brüssel. Aber gut, das ist ein Nebenthema. Was ich mir erwarte, also ich erwarte mir, und das ist auch vorbesprochen, das war auch schon im Wahlkampf, sein Motto, dass er die erste Reise zu den EU-Institutionen machen will. Und es ist gelungen, das jetzt zusammenzulegen, sowohl Brüssel, wo er Juncker und Tusk trifft, als auch dann morgen seine erste große Auslandsrede im Europaparlament. Und ich finde, also ich weiß einfach, dass sich alle der proeuropäischen Fraktionen, also wirklich breit, und auch manche anderen, die vielleicht durchaus EU-kritischer sind, aber dennoch freuen darüber, dass er kommt, dass das sein erstes Signal auch ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass was hier in diesem Wahlkampf letztes Jahr gelungen ist, dass einfach der Vormarsch der Rechtspopulisten, dass es möglich ist, den zu stoppen. Das wird nicht überall so sein und das sind auch sozusagen Parlamentswahlen haben eine andere Dynamik, aber für dieses Symbol und für dieses Signal steht Van der Bellen mit dieser breiten Bewegung, mit der er auch gewählt wurde und das ist auch in der gesamten EU so wahrgenommen worden. Ich weiß, dass Herr Juncker sich besonders freut, ihn zu sehen. Er hat mir gesagt vor 2 Wochen, er fährt extra von Luxemburg nach Brüssel in der Früh und dann am Nachmittag nach Straßburg, damit er ihn auch treffen kann. Also das ist ganz klar, dass sich da viele sehr darauf freuen, weil es ein Zeichen ist gegen Nationalismen, gegen all jene, die dieses Friedensprojekt der Europäischen Union zerstören wollen, die raus wollen aus der EU, aus dem Euro. Und das sind, um zum Thema des heutigen Vormittags zurückzukommen, das sind auch jene, die Frauenrechte wieder einschränken wollen, wie wir in Polen sehen, wie wir in Russland sehen, wie wir bei Trump sehen. Das sind jene, die finden, dass Frauen wieder zurück an Herd und zu Herd, Kindern und Küche gehen sollen und nicht im öffentlichen Raum breit wahrnehmbar sind. Und auch diesen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen sind auch jene, die den oft so unter dem Motto Kavaliersdelikt an den Rand stellen. Das heißt, auch aus diesem Grund ist dieser Besuch von Van der Bellen auch für Frauen und für Feministinnen ein gutes Zeichen. Und zum Schluss, bevor ich dann wirklich gehe, wollte ich nur noch sagen, ich finde das, was ich am Anfang gesagt habe, so wichtig mit Tanz und Musik, auch gegen diese Gewalt gegen Frauen anzukämpfen. Weil zum einen ist es etwas, was selber auch Kraft gibt und Mut macht. Und gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass wir uns die Lebensfreude nicht nehmen lassen. Ja? Von all jenen, die auch Gewaltschutzgesetze wieder abschaffen wollen, statt sie zu stärken, die weniger Geld an Frauenministerien und Einrichtungen zahlen wollen. Einfach zu sagen, mit diesem Signal auch ein Zeichen für ein freudvolles Leben ohne Gewalt zu geben. Das ist wichtig. Und damit verabschiede ich mich jetzt und wünsche einen wunderschönen Morgen Tanz und Veranstaltung vor dem Parlament. Ich werde es über Twitter und Facebook mitverfolgen. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Erfolg in unserem gemeinsamen Kampf. Danke. Danke, Ulrike. Gutes Ankommen in Straßburg. Und danke vielmals für die jahrelange Unterstützung bzw. für die Unterstützung von Beginn an von 1 Billion Rising. Gibt es noch weitere Fragen?
Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich nur damit abschließen, dass wir uns morgen auf jeden Fall breit machen werden, nicht nur in Wien. Auf unserer Website sind auch alle Aktionen in den Bundesländern angeführt. Es freut uns sehr, dass One Billion Rising Austria nicht nur in Vienna stattfindet, sondern eben in vielen anderen Bundesländern auch. Und ich habe schon vorher angekündigt, dass wir heute hier eine Art Überraschung haben und einen guten Abschluss und sozusagen auch in Vorbereitung auf morgen schon vielleicht zur Übung die Berufsschule, die Break the Chain, wie Eiko vorher schon erwähnt hat, also das Lied, das für diese Kampagne eigens damals geschrieben und umgesetzt worden ist, hier noch für uns tanzen werden. In diesem Sinne danke vielmals für Kommen heute und wir hoffen natürlich, Sie morgen vor dem Parlament zu sehen. Ab 17 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich mit den Schulklassen aufzuwärmen. Ab 17.30 Uhr dann beginnt das eigentliche Programm.